Der liebe Jan Böhmermann erteilt uns allen eine Lektion in Doppelmoral und Tatsachenverdrehung. Also spätestens jetzt möchte ich allen Böhmermann-Jüngern eine Frage stellen. Was muss noch passieren, damit ihr diesem Schulhof-Bulli endlich die Freundschaft kündigt? Ernst gemeint. Heute reden wir ganz unzensiert über die aktuellste seiner permanenten Entgleisungen. Ich freue mich schon. Und los! Wir leben ja in einer Zeit, in der es kaum noch Identifikationsflächen gibt. Es fing an mit der Flüchtlingskrise 2015, die Menschen in gute Menschen und Rassisten aufgeteilt hat. Dann kam Corona, das Klima natürlich, dann Ukraine-Russland, jetzt der Nahostkonflikt. Heute ist es einfach super schwer, vorherzusagen, wer welche Haltung hat. Heißt, es gibt kaum noch Kausalzusammenhänge. Ganz ehrlich, früher war das voll leicht. Der ist links und für soziale Gerechtigkeit, dann findet der auch die Pharmaindustrie scheiße. Well. Willkommen im wunderschönen Jahr 2024, ihr Lieben, in dem die Antifa plötzlich für die Pharmalobby auf die Straße geht, Männer in Strumpfhosen für Frauenrechte stehen, Ökobauern als Klimawandelleugner beschimpft werden und die Grünen für Waffenlieferungen sind. Es kann einfach so verwirrend sein, heutzutage überhaupt noch irgendwas zu finden, was einem ein bisschen Halt und Identität gibt. Halt irgendwas, das bleibt. Und obwohl ich das Lösen von Identifikationsflächen, wie ihr wisst, ja wirklich gut finde, bin ich froh, die eine Sache gefunden zu haben, die mir persönlich Beständigkeit vermittelt. Und diese Sache heißt Jan Böhmermann. Ich darf euch mit Stolz verkünden, dass ich immer das Gegenteil dessen bin, mag und anstrebe, was Jan Böhmermann ist, mag und anstrebt. Und dieser Umstand, meine Lieben, erfüllt mich einfach mit so viel Ruhe und Seelenfrieden, wie sonst nur meine Morgenmeditation. Namaste. Jan Böhmermann und Olli Schulz, ihr kennt den Podcast vielleicht fest und flauschig, haben den diesjährigen ESC kommentiert und dabei kam es zu dieser Situation hier. Es wird gewuht, weil Israel kommt. Ach, fickt euch, ey, sorry. Fickt euch ganz ehrlich. Fickt euch hart, ihr Wichser. Okay, kurz zur Erklärung. Eden Golan wollte ursprünglich mit einem politischeren Song beim ESC antreten und zwar mit dem Titel October Rain. Ziemlich eindeutige Anspielung auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Song und Titel musste sie dann abändern, weil es eben zu politisch war und der ESC ist ja kein politischer Contest. Ihre Teilnahme war dann aber trotzdem umstritten. Allgemein war ein israelischer Beitrag umstritten, einfach aufgrund dessen, was gerade im Gazastreifen passiert. Soweit, so gut. Nach diesem etwas entgleisten Kommentar also von Böhmermann und Schulz, den ihr da gerade gehört habt, haben die beiden sich dann dazu hinreißen lassen, das Thema am nächsten Tag nochmal in ihrem Fest und Flauschig-Podcast aufzugreifen. Gott sei Dank. Und da hören wir uns jetzt mal zusammen ein bisschen was an. Die Sache, für die man kämpft, wird nicht gerechter, wenn man in Kauf nimmt, dafür neben Leuten zu sitzen oder zu stehen, die irgendwie die Vernichtung von Menschengruppen, von ganzen Menschengruppen gutheißen. Das ist nämlich das Problem, weißt du? Auf der einen Seite sensibel genug dafür sein, zu checken, dass es vielleicht problematisch ist, wenn man als esoterische Querdenkerin neben strammen Faschisten marschiert und dazu sagen, ja, die einen sind harmlos, die anderen sind nicht harmlos. Wie sieht denn das aus bei den Gruppen, die da gestern demonstriert haben? Ich habe gestern im Zug gesessen, ich war vor der Halle und da hat niemand differenziert zwischen radikalem Antisemitismus und Israel muss vernichtet werden und kill all Jews und ja, ich bin nicht einverstanden damit, was die israelische Regierung macht. Ach Gott, es geht einfach schon so gut los. Also, Jan ist verwirrt, weil diese Menschen, die damals gesagt haben, alle Corona-Kritiker sind Nazis, die demonstrieren jetzt mit Antisemiten, weil natürlich jeder, der die israelische Regierung kritisiert, automatisch Antisemit ist, ist ja klar. Duh. Das versteht Jan also einfach nicht. Das will ihm einfach nicht in den Kopf gehen. Wer sagt's ihm? Wer sagt ihm bitte, dass sein Denkfehler schon ganz am Anfang der Gleichung liegt, wo er auf das Thema Kontaktschuld geht? Wer sagt ihm, dass dieses ganze Kontaktschuld-Ding super lame ist und absolut sinnbefreit? Hä? Keiner? Kein Freiwilliger? Ja, schade eigentlich. Wir hören weiter.
Dann, weißt du, dann sagen sie, ja, aber wir wollen es nicht politisieren. Wo waren denn da die Proteste bei dem Beitrag von Aserbaidschan, wie Aserbaidschan umgeht mit Armenien? Niemand hat demonstriert. Das neue ultramenschenfeindliche, rassistische Asylgesetz der Engländer, der Briten bei UK, bei Olli Alexander hat sich niemand weggedreht und gebuht. Ja, aber der Olli Alexander, der kann da ja nichts für. Ja, aber Eden Golan kann was dafür, was die israelische Regierung macht oder was? Oder ist es dann alles egal? Whataboutism. Lieben wir. Man darf nur darüber sprechen, wenn man alle anderen Sachen auf der Welt auch anspricht, weil sonst zählt's nämlich nicht. Kann das mal bitte jemand unseren Latte Macchiato schwingenden Gegenrechtsdemonstranten auch nahelegen? Und nein, Eden Golan kann natürlich nichts dafür, was die israelische Regierung da macht. Allerdings ist sie nicht als Privatperson an den Staat gegangen, sondern als israelischer Beitrag. Sie hat ja ihr Land repräsentiert und obendrein wollte sie mit einem politischen Beitrag an den Staat gehen. Wenn ich beispielsweise als israelische Künstlerin nicht mit dem einverstanden wäre, was da gerade in Gaza passiert, rein hypothetisch gesehen, dann wäre ich nicht angetreten. Simple as that. Aber mit einem politischen Song an den Staat gehen, eine Seite dabei komplett außen vor lassen und sich dann wundern, dass es Kritik hagelt, come on. Wir hören weiter. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, ja, ihr kriegt da jetzt Geld und weil ihr jetzt Geld bekommt, müsst ihr euch da jetzt... Ist das wirklich das allererste, was euch einfällt, ja, wenn es ums Thema Antisemitismus geht, Leuten vorzuwerfen, die da hinlaufen und sagen, ey, fahrt mal runter mit euren Protesten, das ist eine Veranstaltung, wo es um Gemeinsamkeit geht, dass wir Geld bekommen und meint ihr nicht, dass es ein bisschen nah dran ist an dem, was ihr eigentlich normalerweise nicht wollt? Weißt du, und ich finde, das Hineintragen eines so komplizierten Konfliktes in die Welt trägt nicht dazu bei, ihn zu lösen oder ihn konstruktiv irgendwie aufzulösen, indem man alle anderen damit hineinzieht und sagt, jetzt seht ihr mal, wie wir uns fühlen. Ja, vielen Dank. Das Leid ist universell spürbar. Braucht man nicht in Malmö auch noch mit irgendwie Bullen, die mit Maschinengewehren durch die Halle, braucht man das nicht zur Illustration. Okay. Erstens. Schon wieder Antisemitismus-Framing. Ey, hört auf mit der Scheiße. Hört auf mit diesen Pauschalisierungen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Kritik ist kein Hass. Und erst recht kein Antisemitismus. Brandgefährlich, sowas zu behaupten, pauschal. Ein bisschen Differenzierung bitte. Und zweitens, Böhmermann sagt, es hilft Konflikten nicht, wenn man über sie spricht und darauf aufmerksam macht. Ja, was soll man denn bitte sonst machen? Sie ignorieren, passieren lassen und hoffen, dass sich das Ganze in Luft auflöst. Augen zu und durch, ey. Und gleichzeitig dann aber ganze Sendungen für Transaktivismus und gegen vermeintlichen Rassismus machen. Aha. Wenn du Aktivismus eigentlich so albern findest, Böhmi, oder sinnbefreit, dann muss man sich am Ende tatsächlich fragen, ob du deinen linksgepolten Aktivismus nur fürs Geld machst. Besonders integer kommst du nämlich leider nicht rüber. No offense, though. Weiterhören. Ich check das schon ganz gut, dass es in Gaza eine schwierige, eine hochproblematische menschenrechtswidrige Situation ist, dass es schwierig ist, die israelische Regierung im Umgang mit dem, was in Gaza passiert, zu begegnen. Und ich check es auch, dass da mehr als 10.000 Menschen mit vorsichtigen Schätzungen in Gaza gestorben sind, ne, durch israelische Aggression. Trotzdem muss man auf das ganze Bild schauen. Das ist natürlich, dem Ganzen ging voran eine Aggression, ein Terrorakt der palästinensischen Terrororganisation Hamas mit so vielen Toten, ein halber 9/11. Ja, ist schon schwierig. Weil eigentlich haben es die Zivilisten ja schon verdient. Einfach aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Nationalität und ihrer Sozialisierung. Stimmt's, Böhmi? Du Menschenfreund, du? So schwierig finde ich persönlich das eigentlich gar nicht. Fighting for peace is like fucking for virginity. Und solange die Menschen nicht verstehen, dass Waffen keinen Frieden schaffen und solange machtbesessene Urzeitmännchen keine andere Option einfällt, als dem Gegenüber auf den Kopf zu hauen, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen, solange ist die Menschheit leider dem Untergang geweiht. So, das war dann wohl meine vorsichtige Dosis Feminismus für heute. Bitteschön, wir hören weiter. Und man muss auch überlegen, alle die Free Palestine, was ja richtig ist, ja, wovon denn auch, wird es auch von den fundamentalen Islamisten dann befreit, die momentan nämlich da die Macht sind? Ja, du checkst das nicht, Olli. Du checkst das einfach nicht. I don't know, Olli. Ist doch eine gute Frage.
geh doch mal auf die Straße und sprich mit den Menschen. Aber ey, miteinander reden, ohne den Gegenüber zu diffamieren und pauschal zu verurteilen. Pff, am Ende hat man noch Verständnis füreinander. Igitt, wer könnte sowas schon wollen? Geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem. Problem, Problem, Problem. Wir hören weiter. Empathie und humanistische Gedanken und so und die Einzelperson immer sehen, ja schön und gut, aber bei Israel alleine den Davidstern hochzuhalten, ist eigentlich schon ein Unding. Das ist die Landesflagge von Israel, verdammt nochmal. Ja. Das heißt nicht, dass man sich mit jedem Schritt der israelischen, der rechtsradikalen israelischen Regierung identifiziert. Und das heißt auch nicht, nur, dass weil eine Sängerin von dem Leid vom 7. Oktober singt, dass man dann sagen kann, ja, aber ich demonstriere jetzt hier und das ist stellvertretend, sie steht stellvertretend für Israel oder in Klammern das jüdische Volk, beziehungsweise die Jüdinnen und Juden. Und das sind eben die drei Sprünge, die im Kopf sehr schnell gemacht werden. Bei den Leuten, die wir da gestern gesehen haben. Und das ist mega uncool. Wow. Wow, 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 wow. Wartet mal ganz kurz. Nur damit ich das richtig verstehe. Vor dem Hintergrund, was da gerade in Gaza passiert. Man darf also bei einer Sängerin, die, wie wir wissen, sehr wohl politisch agiert, sich aber nicht von dem Vorgehen ihrer rechtsradikalen Regierung distanziert, Böhmermanns Worte, nicht meine. Bei ihr darf man trotzdem nicht klare Kante zeigen, weil das ihrer Kunst gegenüber unfair wäre. Also ist hier die Kunst dann wieder losgekoppelt von der politischen Intention zu betrachten. Hey, typischer Böhmermann, oder? Erst politisch sein und dann zurückrudern, weil, hey, ich bin doch nur Künstler, ist doch alles nur Satire. Wir erinnern uns an sein Schmähgedicht über Erdogan. Erst austeilen und dann rumheulen, wenn man dafür auf die Fresse bekommt. So lieben wir unsere wohlstandsverwahrlosten ÖRR-Punks. Also wir sollen die arme Künstlerin nicht mit ihrer Regierung gemein machen. Während im Gazastreifen Tausende von Zivilisten mit den Gräueltaten der Hamas gemein gemacht werden, indem sie mit ihrem Tod dafür bezahlen bzw. mit ihrem Leben. Aber wenn Eden Golan, eine durchaus politische Künstlerin, sich zu den Taten ihrer Regierung verhalten soll, dann ist das unfair. Ach Jan, deine Doppelmoral widert mich an. Wir hören weiter. Wenn man wirklich auf der Suche nach Lösungen ist, ist das wahnsinnig unproduktiv. Es macht den Konflikt nur größer. Was passiert? Was soll passieren? Dass der Konflikt so groß wird, dass er dann platzt und weggeht? Oder ist das was zum Weltanzünden? Was ist die Idee dahinter? Verstehe ich nicht. Verstehen sie schon wieder nicht. Versteht Jan schon wieder nicht. Dass man auf das, was man als ungerecht empfindet, durch Proteste aufmerksam machen will. Hat er schon während Corona nicht verstanden. Vielleicht versteht Jan Böhmermann ja generell das Prinzip von Protestieren nicht. Obwohl, gegen rechts und die AfD demonstrieren fand er ja wieder gut. Das verstehe ich jetzt nicht. An dieser Stelle vielleicht trotzdem nochmal ein kleiner Crashkurs in politischer Bildung. Herr Böhmermann, hören Sie gut zu. Proteste sind öffentliche Kundgebungen, bei denen Menschen gemeinsam ihre Meinung oder ihre Unzufriedenheit zu einem bestimmten Thema ausdrücken. Sie können verschiedene Formen annehmen, wie Demonstrationen, Streiks oder Petitionen. In einer Demokratie sind Proteste ein wichtiges Mittel, um Missstände aufzuzeigen, politische Veränderungen anzustoßen und die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Sie ermöglichen es den Bürgern, ihre Stimme zu erheben, ihre Rechte zu verteidigen und am politischen Prozess teilzunehmen. So, und jetzt, meine Lieben, wird's richtig wild. Ich bin heute schon wieder in 70 Instagram-Dingern getaggt worden. Irgendwelche zerfetzten Körper, die mir bei Instagram in die Stories. Ja, guck mal, Böhmermann, bist du dafür? Nein, natürlich bin ich nicht dafür. Aber ich bin dafür, dass wenn man es ernst meint mit Humanismus und den Einzelnen sehen, dann eben den Einzelnen sehen und nicht pauschalisieren, wenn es um Israelis geht. Was? Oder um Menschen jüdischen Glaubens, dann auf einmal alles, das ist alles gleich und das ist totaler Quatsch und ich verstehe die diskursive Strategie dann zu sagen und jetzt belämmern wir den so lange, weil wenn er nicht mit uns alle Positionen teilt oder alle unserer Meinung ist, dann kriegt er das bei Instagram um die Ohren gehauen und zur Not wird er halt bedroht. Macht euren Punkt auch nicht legitimer, jetzt quasi mit Masse dagegen zu kommen und zu sagen, ja, aber guck mal, was er gesagt hat. Wir machen ihn jetzt mundtot. Auch kein geiles Verständnis Biggie. Von, wir kriegen die Sache gelöst. Also genau, und diese ganzen beschissenen Allianzen, die geschmiedet werden im Internet oder welche Presse, die da worauf springt. Boah, ich schaff es nicht. Man soll also bitte nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Heißt, so wie ich das jetzt interpretieren würde, nicht alle Israelis zu Islamophoben, ihre Regierungen unterstützenden Mördern erklären.
Das stimmt. Das sollte man bitte auf gar keinen Fall tun. Es ist nur lustig, das ausgerechnet von jemandem zu hören, der quasi 3 Minuten vorher noch alle Demonstranten zu israelfeindlichen Antisemiten erklärt hat und der außerdem der... Ich bin einfach angepisst, weil wir wegen der ganzen vielen Ungeimpften wieder Shows ohne Publikum machen müssen. Ja, aber spaltet die Gesellschaft. Gespaltene Gesellschaft ist mir scheißegal, solange alle geimpft sind. Hier ist das ZDF Magazin Royal. Um mich herum, um Sie herum, lauern zurzeit gefährliche kleine Mikroorganismen, die einen krank machen wollen. Richtig. Kinder! Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Frauen wie Alice Schwarzer nennen wir woken Jugendlichen im ZDF übrigens TERFs. TERFs. Trans-exkludierende radikale Feministinnen. Und liebe DreiSat-ZuschauerInnen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Sorry. Ich glaube, ich hatte irgendwie kurz Sekundenschlaf oder so. Ich habe geträumt, Jan Böhmermann hätte mehr Differenzierung gefordert. Kann ja gar nicht sein. Das wäre ja vollkommen absurd. Sich für Menschlichkeit und den Menschen einzusetzen, ist immer Einzelfallarbeit. Und es wirklich ernst zu meinen und vernünftig dabei zu sein und konstruktiv zu sein, das bedeutet eben, jeder Mensch und jeden Einzelnen zu sehen. Und nicht vor Wut oder Betroffenheit nur diejenigen zu sehen, der irgendwie vermeintlich auf der eigenen Seite steht. Keine Sache ist so groß, dass sie das Gleichmachen und die gleichmacherische Verachtung von Menschen rechtfertigt. Und deswegen fand ich es mega scheiße gestern. Ja, ich auch. Ich fand es mega respektlos. Oh mein Gott. Es war kein Traum. Aber das passt doch nicht zusammen. Das ist einander, aufeinander zugehen und nicht voneinander weg und Gräben vertiefen. Bringt nichts. Es bringt nichts. Dass ich nicht viel von Jan Böhmermann halte, das wussten wir schon. Aber dieses Ausmaß an Doppelmoral und Tatsachenverdrehung, ich sag's euch ganz ehrlich, das macht mich dann doch auch sprachlos. Und jetzt, es wird ja immer besser. Du hast hier zwei, um es mal in deren Woke-Denke zu übersetzen, alte, weiße Männer, die viel zu regelmäßig anderen ihre unqualifizierte Meinung aufdrängen und mit ihrer durchaus extremen Haltung mitnichten hinterm Berg halten. Und diese alten, weißen Männer schießen jetzt auch noch gegen alle anderen Menschen, die wahrscheinlich sehr viel unkommerzieller und nicht ansatzweise so gut bezahlt ihre Haltung durch ihre Kunst zum Ausdruck bringen. Hört selbst. So wirklich da in diesem Konflikt drin sind, auf einmal so stark eine Haltung haben und eine Meinung haben, die sie selber wahrscheinlich von irgendjemand aufbekommt, das ist auch so traurig, ne? Und das ist auch die Sache, die mich gerade so ein bisschen... Woher will er schon mal wissen, dass sie nicht im Konflikt drin sind? Bist du Gott oder was? Da gibt es so Leute, so auch vor allem in der Rap-Szene oder auch bei jungen Künstlern, du bist 25 Jahre alt, du hast vielleicht ja irgendwie davon gehört oder irgendwas und hast sofort eine ganz starke Meinung. Und deine Meinung ist aber nicht, dieser Krieg ist schrecklich und muss beendet werden, sondern du positionierst dich auf einer Seite, ganz schnell, aus einem Grund. So wirklich, das geht mir auch nicht in den Kopf. Ja, Jungs, nur ihr habt's verstanden. Alle anderen Meinungen sind auch eigentlich gar keine Meinungen. Total abwegig die Vorstellung, dass Menschen mit anderer Meinung als der euren überhaupt legitime Argumente haben könnten, oder nicht? Weil ihr beiden super Hengste vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ihr habt den Durchblick, die Weitsicht, den Schneid, das Aussehen, das Format. Jan, Olli, ich will ein Kind von euch. Hinten anstellen, Püppchen. Ein Mann mit großem Geltungsbedürfnis, der sich sehr gerne selber reden hört, egal zu welchem Thema und zu welchem Preis. Hauptsache gut bezahlt. Und zwar von euren Rundfunkgebühren. Herzlichen Glückwunsch. Heieiei. Zum Abschluss möchte ich trotzdem noch ein paar persönliche Worte an euch richten. Es gibt unzählige von Meinungen in dieser Welt.
Jeder hat zu irgendwas eine Meinung und ist vermutlich überzeugt davon, dass seine Meinung auch wirklich die einzig wahre und richtige ist. Und Identifikationsflächen und vermeintliche Zugehörigkeiten durch Sozialisierung, also wo wir geboren sind, Herkunft und so weiter, die sorgen dafür, dass Menschen in ihrer Meinung oft so sicher und unbeweglich sind, dass sie sich auf Gespräche mit Andersdenkenden überhaupt nicht mehr einlassen können. Und deshalb lege ich es wirklich jedem da draußen ans Herz, beweglich zu bleiben und Situationen aus dem Herzen zu beurteilen und nicht aufgrund irgendeiner vermeintlichen Zugehörigkeit. Deshalb könnte ich zum Beispiel persönlich nie Parteimitglied irgendwo werden. Also nicht von einer einzigen Partei, ist klar. Machen wir uns frei von Labels. Wir sind eine Menschheitsfamilie und Hashtag All Lives Matter. Lasst euch nichts Gegenteiliges erzählen. Lasst euch nicht spalten und gegeneinander aufhetzen. Wie hat es Antoine de Saint-Exupéry so wundervoll, wie ich finde, gesagt? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Sacken lassen. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles, alles erdenklich Liebe. Eure Giovanna. Thank you.